Ja, herzlich willkommen bei den True Believers an meiner Seite, Paul Gude. Was zeichnet einen guten Basketballer heutzutage aus, Paul? Was zeichnet einen guten Basketballer heutzutage aus? Boah, das ist schon mal gar nicht so einfach, ne? Ein guter Basketballer. Was ist für dich ein guter Basketballer? Einer, der aufnahmefähig ist. Aber ich muss jetzt frech sein. Ich bin derjenige, der die Fragen stellt. Von daher hast du jetzt Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Was ist ein guter Basketballer? Ja, ein guter Basketballer ist auf jeden Fall für mich jemand, der aufnahmefähig ist. Jemand, der seinen Coaches gut zuhört und das probiert, bestmöglich umzusetzen. Die Leidenschaft ist auf jeden Fall ein großer Punkt, was von demjenigen, vom guten Basketballer, den ich sehe, egal wie alt, egal was für eine Erfahrung, die Leidenschaft ist für mich so und der Spaß am Spiel eine ganz, ganz wichtige Grundlage, aber wahrscheinlich auch kein Kriterium für einen guten Basketballer. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Das ist schwer. Ich kann es dir so nicht sagen. Müsste ich nochmal drüber nachdenken. Das ist tough. Ein guter Basketballer, was charakterisiert den? Ist schwer zu sagen, weil für mich muss ein guter Basketballer nicht irgendwie im Verein spielen. Für mich muss ein guter Basketballer auch nicht vielleicht auf den Coach hören, was ich gerade gesagt habe, wenn ich nochmal drüber nachdenke. Ein guter Basketballer muss einfach Spaß am Spiel haben und dann kann der gut sein für sich alleine. Und wer bewertet das außerdem? Also wer bin ich oder wer sind wir zu sagen, das ist ein guter Basketballer und der nicht? Also wenn du selber Spaß am Game hast und irgendwie dich das erfreut, dann hast du den Basketballsport für dich gefunden, dann bist du für mich ein guter Basketballer. Also es ist, ne? Es ist schwer. Ja, was willst du mit deinen Tutorials, mit deinen Videos, mit dem, was du machst, vermitteln an junge Spieler, Jugendliche? Was sollen die von deinen Dingen mitnehmen? Was probiere ich zu vermitteln? Also es sind mehrere Sachen, würde ich sagen. Einmal sind es die Fertigkeiten und die Skills, die ein Basketballer braucht. Da geht es um ganz konkrete technische Dinge oder wie man jetzt die Füße platziert oder wie man den Ball hält oder einfach technische Aspekte vom Spiel. Aber natürlich auch irgendwie die Leidenschaft, die ich glaube ich verkörper für den Basketballsport und einfach das Feuer, auch wenn ich nicht mehr selber spiele, dass ich trotzdem die Leidenschaft mittlerweile zum Beruf gemacht habe und es auch einen Weg gibt, nicht nur Basketball professionell zu machen und damit irgendwie was zu machen, genau wie du das machst, genau wie ich das mache. Einfach was für die Sportart machen, die uns so viel gegeben hat oder mir zumindest. Ich kann da wahrscheinlich auch für dich sprechen. Ja. Genau, und für viele da draußen auch. Einfach das weiterzutragen, ne? Und diese kleine, feine Basketballkultur, die wir in Deutschland haben hier, einfach voranzubringen und diese Leidenschaft weiterleben zu lassen, zu vermitteln und den Kids einfach zu zeigen, dass es viele Wege gibt, um seinen eigenen Erfolg zu finden. Das muss nicht immer irgendwie der Profisport sein. Was hältst du von so Helikoptereltern? Also die ihr Kind vorantreiben und sagen, du bist ein guter Basketballer, wenn du dieses oder jenes machst, die ein besserer Trainer sind. Hast du da auch schon Erfahrungen gesammelt bei so tollen Mamas und Papas am Spielfeldrand, die meinen, sie sind die Star-Coaches? Ja, es ist immer leicht, über Leute zu reden, wo man nicht dazu gehört. Ich bin Papa, also ich habe einen kleinen Sohn und ich würde mich nicht als Helikopter-Dad großartig bezeichnen. Natürlich will man nur das Beste für sein Kind. Und gerade bei Sportarten oder wenn es dann Richtung Leistungssport geht, bei den Jugendlichen, ist natürlich manchmal so die eigene Erfolgsstory, die man vielleicht nicht geschrieben hat, die man dann dem Kind auferlegt, was oft nicht so vielleicht positiv ist für das Kind oder für die Trainer oder fürs Umfeld. Es ist schwer. Ich glaube, es ist kein einfacher Job, Eltern zu sein, auch im Sport. Und klar gibt es da bestimmt Eltern, die überengagiert sind und irgendwie vielleicht sogar zu viel machen. Aber im Endeffekt, wenn es Richtung Sport geht und man da als junger Sportler vor allem Support hat, kann man da dankbar sein. Und irgendwann hat man wahrscheinlich auch das Alter erreicht, wo man seinen Eltern sagen kann, so, chill vielleicht ein bisschen mal oder ne, vielleicht muss es auch mal der Coach sagen, überengagierte Eltern sind auch immer ein heikles Thema, aber ich glaube generell brauchen wir von auch solchen überengagierten Eltern vielleicht mehr als Eltern, wo das Kind ganz egal ist oder so, ne? Also ich kenne das gut, ich sage denen auch ganz ehrlich meine Meinung und wenn wir dann nicht mehr zusammenarbeiten, dann ist das halt so, aber auch die müssen irgendwie kritikfähig sein und ist ein Thema, was ich kenne, diese Helikoptereltern, aber ich glaube, das kann man ganz gut handeln dann irgendwann. Was ist Pauls Hate-Übung? Also welche Übung geht dir so richtig auf den Sack oder ist dir früher als Spieler auf den Sack gegangen? Gibt es da irgendwas, Linienläufe, wo du sagst, oh, jedes Mal, wenn der Coach gesagt hat, wir machen die Übung, ist dir so leicht die Halsschlagader geschwollen?
Ich weiß es gar nicht. Wir haben ja eben schon mal kurz ein bisschen gequatscht. Und für mich war ja der Punkt, das habe ich dir gerade schon im Privatgespräch erzählt, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte, zum Training zu gehen. Das war ein ganz komischer Moment für mich, weil ich so diese Leidenschaft und das Feuer, was in mir brennt, ein bisschen in Frage gestellt habe, weil ich gesagt habe, du willst nicht mehr ins Training gehen? So, was ist los mit dir? Und da waren bestimmt auch die ein oder andere Übung nicht schuld, aber beteiligt daran, dass ich irgendwie gesagt hatte, du hast keine Lust, zum Training zu gehen, aber es gibt jetzt nicht eine Übung, die ich rauspicken kann. Klar, wenn du irgendwie schon eine Stunde oder anderthalb gerannt bist und dann sagt einer Baseline, dann weißt du, was kommt und denkst dir so, oh, jetzt echt? Aber nee, auch das hat bestimmt geholfen. Also es gibt jetzt nicht eine Übung, die ich meine Athleten nicht machen lasse oder wo ich denke, die ist jetzt besonders scheiße oder da denke ich mir, die muss nicht sein. Also es gibt Übungen, die halte ich für sinnlos oder die benutze ich selber nicht mit meinen Athleten, aber nicht, weil ich die nicht mag, sondern weil ich denke, die bringt nichts oder in dem Kontext, wo ich jetzt eine Übung für brauche. Aber nee, gibt keine Übung, wo ich dir sage, da hatte ich keinen Spaß dran oder da, die könnte ich rauspicken jetzt, die besonders schrecklich war. Ja, wir sind ja bei den True Believers. Du bist ja auch jemand, der seine Kraft zieht aus dem Basketball. Kannst du es kurz beschreiben, was dir der Basketball dein Leben lang schon gegeben hat? Wie viel Kraft hat er dir gegeben? Woran lässt er dich glauben an die verbindende Kraft, wenn Menschen zusammenkommen auf dem Feld? Was ist so dein Glaube? Also erstmal, wenn ich zurückblicke, war das, glaube ich, so die größte Konstante, würde ich sagen. Jetzt mit fast 37 in der Woche. Ich habe mit 12 angefangen, relativ spät. Aber wenn ich gucke, was war mein ganzes Leben lang da, außer Familie und solche Komponenten natürlich, war es wirklich der Basketballsport. Ne? In guten und in schlechten Zeiten, ne, nimmt man sich den Ball und hat entweder sehr, sehr gute Zeiten auf dem Platz mit Freunden, mit all dem, was sich dann darum ergibt und entwickelt, bis hin zu beruflichen Geschichten. Aber auch wenn es einem vielleicht nicht so gut geht oder man irgendwie Sorgen, Probleme oder irgendwas hat, schnappt man sich den Ball, geht auf den Platz. Jeder kennt das von seiner Leidenschaft. Und kein Fach abschalten. Ne? Für manche Leute ist das, die gehen trainieren im Fitnessstudio, die Baller nehmen sich halt einen Ball und auch wenn sie irgendwie alleine noch auf dem Platz sind ein paar Stunden, macht es einfach den Kopf frei. Und sonst ist einfach Sport generell, aber auch der Basketballsport einfach schön, weil das Leute zusammenbringt. Ne? Ich komme ja ein bisschen mehr aus der Freiplatzszene oder aus diesem Streetball-Ding, da ist es nochmal ganz besonders. Ne? Du bist im Verein meist mit Gleichaltrigen und auch gleich Starken auf dem Feld und auf dem Freiplatz hast du alles, was zusammenkommt. Du hast groß, klein, young, alt, jung, du hast Leute von überall und das bringt nochmal einen ganz besonderen Charakter und das macht es für mich auch so ein bisschen aus, die Leute einfach zusammen. Ne? Egal, ob du jetzt einen Arzt oder Architekten hast oder irgendeinen, der gerade seinen Job bei McDonald's verloren hat, die spielen halt zusammen. Das ist eine Community, ne? Und so ist es auch, glaube ich, mit dem größeren Basketballkosmos, warum wir jetzt auch hier zusammenstehen. Einfach der Sport bringt die Leute zusammen und das ist, glaube ich, so eins von den Dingen, die ich am meisten irgendwie schätze von der ganzen Sache. Ja, die letzten Worte gehören dir. Hast du noch eine Message an deine Community, an die True Believer draußen, hinter der Kamera, beziehungsweise die uns dann zuschauen werden? Die meisten sind ja schon Basketballer von euch, deswegen seid ihr schon auf dem komplett richtigen Weg. Einfach den Leuten wie uns beiden hier ein bisschen Liebe da lassen. Ich weiß gar nicht, wo das ausgestrahlt wird, egal ob das auf Facebook ist, ein Like, ob das bei Spalding jetzt ist, auf der wunderschönen neuen Webseite hier, auf dem Blog. Egal wo das ist, ne? Folgt uns auf allen Kanälen. Ich glaube, da haben alle was von. Das Game ist wunderschön und lasst uns das weiter zusammen abfeiern. Ja, dann dicke Küsse an euch da draußen und wir sehen uns. Bis dann. Alle hopp.